Hallo und herzlich willkommen zu Folge 295 von Xeres Rückkehr. Wir stehen mit Genau das Errol habe ich auch im gesagt. Tempel. Müssen zu Das kann gar Kavalorn. nicht ewig so Und weitergehen. sobald wir dann losgeworden sind, können wir eine Runde pennen, gehen in die Taverne. Also, ne, um da zu pennen. Beten eine Runde, gehen zu Bennett. Müssen wahrscheinlich noch einen Tag warten, dann gehen wir vielleicht doch zu der Jäger zur Überbrückung. Werden wir dann sehen. Da geht es nur zum Teleporter, das müssen wir weiter. Auf Errol, bitte nicht da unten reinfallen. Und dann holen wir den ganzen Kram ab, gehen zu den Piraten und dann kümmern wir uns erstmal um die Jäger. Eine von beiden Nebengilden wird dann die 300. Folge in Beschlag nehmen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Und danach geht's wieder zu Mich Xardas. fragt ja keiner. Hier, da ist er. Hallo. Ah. Einige Probleme So, erledigen das sich war's von dann. selbst. Ich gehe jetzt. Danke erstmal. Das hätte er doch besser wissen müssen. Nun jetzt. Warum habe ich denn die Quest immer Wer noch? erzählt denn sowas? Wer Glaubst geht du da? wirklich? Was ist denn jetzt? Hey, du! Ich hoffe mal, ich habe nichts falsch gemacht. Zutritt verschaffen Quest. Vielleicht hätte ich Errol schon viel früher ansprechen sollen. Auf der anderen Seite macht das keinen Unterschied, ob ich ihn bis. Das gibt doch nur noch Naja, auf Ärger. jeden Fall war die Möglichkeit bei Kavalon vorhanden, also spricht das schon mal dafür. Naja, immerhin. Ich sag's mal so, wenn wir das nächste Mal nach Jakin da gehen, kommen wir ja wieder hier vorbei, da werden wir dann sehen, was mit ihm ist. Vielleicht steht der Errol dann noch hier. Oder er ist zurück in der Stadt oder in der Taverne und dann erfahren wir ja, was los ist. So, also erstmal in unserer Lieblingstaverne. Erstmal im Türrahmen hängen bleiben. Alles fit. Man muss eben aufpassen, was man so hinzieht. Nein, Beehre mich war mir bitte, klar. was Nee, halt's nicht Maul. gemacht. Ich komme hier nie wieder her. Wurde Wer der erzählt Spielleiter denn wieder sowas? aggressiv gerade? Oder warum ist der aufgestanden? Was war denn das gerade? Das sind doch alles nur Gerüchte. Nee, der Schatten ist nur aufgestanden. Ich Das dachte sind schnell, wir doch würden sie da alles nur irgendwie. Gerüchte. Mich Ja. Die Dead. hauen. Was Gar für nicht ein so brutaler unbedingt. Kerl. So einiges. Ja, aber Nichts zu holen. was heißt brutaler Kerl? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn Belek sehen, wo ich hätte einfach wegbleiben sollen? Ich habe den Typ Das hätte geschlagen er im doch Shugby. besser wissen müssen. Jetzt habe ich noch so schon zweimal geschlagen. Egal, komm Warum? einmal Belek sehen und ist jetzt kein Weltuntergang. Wie oft ich Leute beklaue. Drauf geschissen. Ich weiß irgendwie, ob bis heute hatte ich irgendwie eine falsche Rüstung an. Ich glaube, ich bin mal mit Söldnerrüstung hergelaufen, aber nur der ist irgendwie ausgeflippt. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr 100%. Genau das Auf habe jeden ich doch Fall, gesagt. das Ganze ist äußerst seltsam. Dass der mich die ganze Zeit angreift. Naja. Haben wir Innos. halt wieder umgeboxt. Ich hoffe, wir müssen nie wieder gegen den Shugby spielen. Dummes Arschloch da. Dann auf zu den Söldnern. Da hat ja auch jemand wieder was zu tun für uns, auch wenn ich nicht glaube. Wenn dann. Hä? Bin ich blind? Bauernhof. Das war der falsche Bauernhof. Zum Großbauern wäre es wahrscheinlich gewesen. Da habe ich jetzt großartig verschissen. Und tschüss. Macht's gut. Ihr Affen. Ja, da Großbauern, so eine Scheiße. Ich speichere ab. Was haben wir erreicht? Wir haben Errol immerhin zu Kavalon gebracht und wir haben den einen Spieler verprügelt. Na Gott, alles fix, Hey, irgendwas du! Neues? Nö, okay.
Portal auf was Neues irgendwie? Nein. Na gut, dann nicht. Jetzt können wir doch mal die Söldnerrüstung ein bisschen genauer betrachten. Die haben auch was. Sieht interessant aus. So, jetzt müssen wir hier zum Chef. Hey. Ich habe hier einen Säbel, der aufgearbeitet werden soll. Zeig her, Bursche. Ich werde eh nicht in der Hand, vielleicht fehlen die Texturen. Keine Ahnung, die komisch, naja. Ja, eine schöne Arbeit. Sowas mache ich gern. Und was kostet das? Am liebsten gar nichts. Gar nichts? Weil ich den am liebsten behalten würde. Unmöglich. Mein Boss jagt mich über die Planke. Ich mach dir einen Vorschlag. Und der wäre? Dein Boss bekommt dafür eine Waffe, die doppelt so stabil und dreimal so scharf ist wie alles, was er jemals geschwungen hat. Geh hin und frag ihn mal. Er wird das nicht glauben. Ich übrigens auch nicht. Wie willst du das hinkriegen? Dir erklär ich's, aber nicht weitersagen. Also, das war eher ein Zufall. Ich habe immer ein Bottich mit Moleradfett. Damit fette ich die Waffen ein, wenn sie fertig sind. Nun stand eines Tages der Kübel hier draußen und ich habe mein Teil zum Abkühlen aus Versehen in das Fett getaucht, statt in den Wassereimer. Eine stinkende Rauchfolge gab's und wie ich das Schwert rausziehe, ist es schwarz wie die Nacht. Und dann? Dann habe ich gemerkt, dass es viel schwerer zu hämmern ist als vorher. Ich habe den schwereren Hammer genommen und weiter. Zum Schluss habe ich selbst geschliffen. Scharf wie ein Rasiermesser, sag ich dir. Sowas habe ich selbst noch nie gesehen. Ich auch nicht. Wo hast du das Teil? Oh, guck mal, das Arrow. Ich habe es stets bei mir. Weißt du was? Ich gebe dir das Schwert einfach mal mit. Soll sich dein Boss selber überzeugen? Dir muss ja sehr viel an der alten Klinge liegen. Gut, ich denke, so kann man's machen. Okay, guter. Lass uns. Dachte ich erst, dass wir irgendwie uns entscheiden müssten, wie er es machen soll, aber gut, dann eben so. Oh, ein Schürhaken. Der verkauft Schürhaken. Nagelkeule. Gregs alter Säbel ist nicht so eine gute Waffe. Aber gut, die hätte man ja dann etwas verbessern können. Warte mal, der verkauft Schürhaken. Brauche ich denn einen? Ich. Geh weg. Wie sieht's denn da aus bezüglich Schürhaken? Ich glaube, Schürhaken waren benötigt, weil dann kaufe ich mir einfach bei dem einen. Und ich selbst besitze keinen und Geldmängel habe ich auch nicht, aber irgendwo hier will einer Schürhaken. Harad, der war blöde Kurzschwert im Lied. Daher, der braucht einen Schürhaken. Zangeschmiede haben wir, Erzbrocken, rostige Schwerter und Ruschel haben wir nämlich. Aber der Schürhaken fehlt. Ne, das ist der falsche. Gleich mal schauen, ob sich bei Errol was ergeben hat. So, Schürhaken her mit. Kostet ja auch nichts. Hey! Das gibt doch nicht. Na, das hat es geklappt? Ja, mich fragt aber ja keiner? Was hat es mit dem leuchtenden Tor auf sich? Wurde mir keiner verraten. Der arme Kerl kann einem Leid tun. Dann sag ich dir das auch nichts. Ja nicht, man und so weit aufpassen, was man was, so was sieht, und? Das liegt doch auf der Hand. Du schuldest mir was. Betrunken. Ach so. Hier. Mich brauchst 300 du Gold kann ich dir geben. Der war doch sturzbetrunken. Dankeschön. Nun gut, dann wäre die Quest wenigstens abgeschlossen. Es gibt doch nur noch mehr Frage. Ja, keiner. Schon irgendwie ein mulmiges Gefühl gehabt. Ja, eine Nacht drüber schlafen hilft immer. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich allen Grund, zurück zu marschieren, sehe ich das richtig? Beziehungsweise müssen wir irgendwas abholen irgendwo?
Genau das habe ich auch. Ich glaube nicht, ne? Das verbrannte Lager war jetzt hier Jäger. Skorbut haben wir dabei. Also wir haben nicht Skorbut dabei. Wir haben das Vitamin C gegen Skorbut dabei. Melasse haben wir für Samuel auch dabei. Dann müsste Samuel das Fleisch fertig haben. Und Ben hat mir im Austausch gegen Greg Säbel ein besonderes Schwert gegeben. Es scheint sehr stabil und scharf zu sein. Hoffentlich ist Greg damit zufrieden. Ja, und notfalls können wir ja hingehen und seine Waffe wieder abholen. Ich will mir jetzt mal ganz kurz mal die Waffe anschauen. Was ist das denn für ein Schwert? Das muss doch eigentlich ziemlich gut sein. Nee, das Heiratsschwert ist was anderes. Grobes Kurzschwert. Ich schätze, das müsste eigentlich irgendwo hier sein, oder? Das muss eigentlich gut sein. Das ist ja geisteskrank gut. Besser. Ah, hier, das ist aber echt geisteskrank gut. Bennets spezielles Schwert. Glaubst du wirklich? Das sind zwei. Ach du heilige Schande, was für ein brutales Ding. Das ist tatsächlich gar nicht mal so scheiße. Das hätte ich dir vorher sagen können. Die zwei Kollegen noch irgendwas zu. Pack doch mal der Zauber weg. Aber die beiden noch was zu sagen, hier können wir nur Sachen beibringen, ne? Die beiden Clowns hier. Das sind ja alles nur Gerüchte. Mach's gut, ne? Du auch, Laris, und ich mach dir den Abgang. Ja, dann gehen wir den, würde ich sagen, machen wir das so. Dann gehen wir den ganzen Kram bei den Piraten. Den ganzen Kram bei den Piraten ab. Das ist doch nichts Neues. Und dann kommen wir wieder hierher und kümmern uns um die guten Jäger. Bei denen ja irgendwie die Hölle eingebrochen ist. Wie auch immer. Das ist ja noch die Frage. Oh nein, da liegt der Arme unbekannt. Das wird dann wohl auch auf unserem Grabstein stehen. Nicht, weil uns niemand kannte, nein, weil irgendwie niemand unseren Namen hat. Ich bin falsch gelaufen, ne? Genau. Es sah so einladend aus, die Höhle, ne? Weil die offen war und da ist eine Tür davor. Naja. Das kommt ja auch daher, dass wir eigentlich erst den Schlüssel von Orlan bekommen müssen. Sag's aber direkt hier, perfekt. Oh, ich starte schon mal das Spiel neu. So, ja, das sind wir wieder. Ja gut, viel verpasst haben wir jetzt nicht. Allerdings habe ich keine Ahnung, warum ich jetzt letzter Zeit auf diesen Out-of-Memory-Bug habe. Da bin ich wirklich überfragt. Vielleicht muss ich irgendwie das Systempack nochmal neu installieren oder irgendwie sowas. Ich kann mir jetzt nämlich echt nicht vorstellen, was hier genau los ist. So zu verschaffen hatten wir. Die neue Waffe haben wir auch dabei, das heißt, wir können eigentlich direkt weitermachen. Also sprich da, wo wir waren, zur Taverne und so. Also von der Taverne dann wieder direkt zum Portal und dann letztendlich nach Jakenda. Manometer. Also das mit den fehlenden Texturen, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie damit zusammenhängt, dass irgendwas in, ne, in meinem Gothic-Systemordner vermurkst ist oder ob das am Texturenpack liegt. Das könnte ja nämlich auch sein. Denn so Texturfehler hatte ich im Originalspiel nicht. Was kann auch sein, dass das halt rein am Texturpaket liegt. Also sprich, dass der Fehler im Originalspiel dann nicht solche Ausmaße annimmt. Das könnte sein. Keine Ahnung. So, hier geht's schneller, ne? Wenn ich da durchdapp. Na, haben wir uns ein bisschen weh gespart. Oh, wir sind hier in Irrlicht. Warum sind hier ruhelose Seelen? Und wo sind die Wassermagier? Und die sind noch da. Was hat's mit der ruhelosen Seelen auf sich? Hallo, komm ich mal jemand? Gut, dass du kommst. Ah. Hier ist die Hölle ausgebrochen. Das sehe ich. Was ist geschehen? Nun, in letzter Zeit hatten wir sehr intensiv in den Ruinen geforscht und ihr viele Geheimnisse entlockt.
Nur leider, nun ja, waren wir wohl etwas zu unvorsichtig und haben dabei wohl einige Geister geweckt, die jetzt ruhelos und wütend hier ihr Unwesen treiben. Und sie scheinen sobald nicht damit aufhören zu wollen, würden nicht vielleicht paar magische Geschosse sie wieder zur Ruhe, um Adanus willen, nein. Die Gefahr, dass wir noch mehr schlafende Mächte wegen wäre zu groß. Und was können wir dann tun? Nun, bei meinen Forschungen bin ich zuletzt auf etwas gestoßen, das uns vielleicht helfen könnte. Es handelt sich dabei um eine Formel, die in der Lage sein soll, ruhelose Geister zu besänftigen. Wird sie funktionieren? Vielleicht und aber sie muss ein Totenopfer und Zauber? Bei dem Totenopfer handelt es sich vermutlich um drei Sumpfkraubpflanzen. Sie sollten den Kontakt zu den jenseitigen Sphären herstellen. Die Zauber wiederum sollen die Eigenschaft haben, Geschehenes vergessen zu lassen und wachen Geistern den Schlaf zu bringen. Wir wissen zudem nicht genau, wo ein solcher Opferaltar zu finden ist, aber zweifelsohne wirst du in einer der alten Anlagen fündig werden. Okay, ich schau mich mal um. Die Formel? Hier hast du sie. Gut, ich mach mich dann mal auf den... Tatsache, ich weiß, wo der ist. Viel Glück. Adanus sei mit dir. Tatsache, ich weiß, was es sich handelt. Also eine... Hauptquest ist das hier nicht, das ist quasi so eine einhergehende Nebenquest, ne, die halt weiterhin den Zustand des Ausnahmezustands hier untermauern soll. Also sprich, dass die hier rumeiern müssen und nicht wieder ihren Forschungen nachgehen können. Noch einer irgendwas zu sagen hier? Nein? Okay. Weil jetzt ruhelose Geister ihr Unwesen treiben. So, wir wissen, wo der Opferaltar ist, das heißt, wir gehen gerade einfach einen Umweg. Sprich, teleportieren uns nicht zum Canyon. Sondern machen einen kleinen Abstecher. Zum Opferaltar, das ist der, den wir dreimal ausprobiert hatten. Ich habe mich schon noch gefragt, wieso wir kriegen einen Blitz in die Fresse und das war's. So, das kann ja gar nicht sein. Ja klar, konnte es auch nicht. Tut's auch nicht. Ach, Gegner respawnen. Vielleicht mussten wir erst... oder lebt ihr noch? Vielleicht mussten wir erst... weg, also sprich raus aus Jagd, und dann wieder her. Damit der Gegner respawn hier quasi Früchte trägt. Vielleicht auch der Troll wieder da, dann kriegen wir nochmal ein bisschen XP. So, das müsste dann eigentlich irgendwo da sein. Da bin ich von hier aus direkt nach unten. Da sind wir ja schon fast da. Also das muss eigentlich der Opferaltar sein. Weil das ist zu perfekt. Da sind wir erst vor ein paar Folgen gewesen. Und ich habe mich noch gefragt, das hat ja gar keinen Sinn. Was ist das für ein Scheiß? Und jetzt sagt er aus seinem Opferaltar, das muss der einfach sein. Zusammenhang werde ich natürlich auch erstmal, bevor wir da hochgehen, noch die Scavenger zerstören und vernichten, die ich gerade eben gesehen habe. Beziehungsweise ist hier unten noch irgendwas. Die Sache ist jetzt halt, wenn hier jetzt überall wieder Gegner respawnt sind, könnte man hier auch nochmal abräumen. Denn Jagenda ist relativ übersichtlich im Gegensatz zu Gelato. Ja, da Gegner zu suchen. Na, du bist lange beschäftigt, sagen wir es mal so. Das ist der Eremit. Weg mit der Waffe. Gut, wie du willst. Na bitte, geht doch. Pack ich die Waffe halt weg. Bei Grasland Scavenger geben wir auch nicht mehr so viel XP. Ist doch irgendwo eine Pflanze oder so, was Interessantes. Hier haben wir eh schon gehackt, ne? Wieso hackt der denn schon wieder? Das haben wir doch schon gehackt. Oder sagt er gleich, oh, da ist nix. Das Hacken auch sein lassen sollen, ja, wollte gerade sagen, das ist doch gerade sein. Nun gut, auf jeden Fall, wir können eventuell nochmal die alten Tempelanlagen abklappern. Vielleicht hat auch die Quest dafür gesorgt, dass der Monster Respawn eintritt. Das könnte auch sein. Das weiß ich nicht genau.
Aber es wäre möglich, dass diese Quest dann dafür sorgt, dass wir nochmal die Gegenden hier abklappern auf der Suche nach dem Opferaltar und deswegen dann auch neue Gegner in Erscheinung treten. Was willst du? Wir sind ruhelose Seelen. Oh, das heißt, dass wir richtig sind, ne? Mehr oder minder. Hallo. Igoriath Toru. Kehrt ins Totenreich zurück, ihr ruhelosen Geister. Hat's geklappt? Kann ich das nochmal machen? Dann krieg ich dann. Ja. Gut, danke. Ne, da stand da oben erst kurz 0 von 6 Seelen, aber. Eventuell waren es jetzt auch alle. Auf jeden Fall habe ich guten Schlag abbekommen. Jetzt nochmal. Dieser blöde Opferaltar. Scheppert uns einfach so ein Blitz in die Fresse. Ich wollte doch nur nachgucken. Naja, egal. Also dann gehen wir zu den Piraten. Wenn wir von den Piraten dann zurückmarschieren, dann kommen wir ja bei der Wassermagier zwangsweise vorbei. Dann reden wir nochmal kurz mit denen. Und dann können wir ja sehen, wie es aussieht. Dann können wir die Quest auch noch abgeben. Wie gesagt, sehr schön jetzt noch die ganzen Nebenquests, die halt komplett fraktionslos sind, abzuklappern. Und ich sag's immer wieder, wenn ich da irgendeinen übersehe, also irgendeine Mission, irgendeine Quest, dann lasst mich gerade wissen, dann holen wir das noch nach. Denn nicht, dass wir dann irgendwie ein Gebiet irgendwann nicht mehr aufsuchen müssen und dann haben wir da aber noch ein paar Quests liegen lassen. Und dann habe ich ja auch nicht die, also ne, den direkten Anspruch oder direkt das Vorhaben, da nochmal hinzumarschieren. Wenn ich denn genau weiß, dass ich nicht hin muss für eine Hauptquest oder sonstige Fraktionsquest. Hey. Ja, und dann steht es Miental leer, weil ich für keine Fraktion mehr bräuchte, also als Beispiel. Und dann sind da noch 10 Nebenquests versteckt. Die können wir ja nicht liegen lassen, das ist ja frevelhaft. Das dürfen wir nicht. Gut, auf der anderen Seite waren schon bei den Piraten Quests hier, die wir hier gemacht haben. Mit dem Alligator Jack und mit dem Malcolm waren da hinten auch schon wieder Wüstenratten nachgespawnt. Also kann sein, dass es halt so ein kleiner Respawn, dass ein kleiner Respawn erfolgt ist. Sprich Scavenger und nur Wüstenratten, so Kleinvieh halt. Damit sie einfach ein bisschen belebter ist. Nachdem wir schon mal wieder alles zersetzt haben. So, der Henry hatte keine Quest für uns, ne? Gut. Aber apropos, die Folge ist ja auch rum. Da wie gesagt, in der nächsten Folge gehen wir die Quests ab, beziehungsweise bearbeiten die weiter. Und schauen mal, dass wir dann erstmal wieder die ganzen Aufgaben in Jakinta abklappern und dann gehen wir zurück nach Korinis. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.